Eigentlich sollten Juliette Schoppmann und ihre Frau Tanee Czaphacik nach ihrer Traumhochzeit im siebten Himmel schweben. Doch wie sie in ihrem Podcast Fühlvergnügen nun offenbaren, wird ihr Glück getrübt. Denn Juliette musste sich gerade erst einer schweren Operation unterziehen. Ich hatte letzte Woche einen Eingriff, da wurde mir die Gebärmutter entfernt und deswegen ist mein Lachen gedämpft, weil es noch wehtut, erklärt der DSDS-Star. Der Grund für den Eingriff sei Juliettes Krankheit Endometriose gewesen. Es ist wahnsinnig nervig, weil das eine Krankheit ist, die unheilbar ist, betont die 43-Jährige. Sie möchte nun mit dem öffentlichen Gespräch aufklären. Zum Schluss gibt sie ihren Fans und ZuhörerInnen noch einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg. Vielleicht einmal mehr zum Arzt gehen als zu wenig.